So, da sind wir in Möbius Festung nochmal. Und zwar hier drin. Warte mal. Sollten uns. Ja, scheiß drauf. Ich glaub nicht, dass wir Eier brauchen, aber trotzdem. Also, hier in diesem Raum hatten wir letztes Mal feststellen müssen. Oh Junge, da ist ein Chain Chomp, der einzige für dieses Spiel, glaube ich. Der Trick nun hierbei ist, entweder wir gehen ins Menü und benutzen so einen Powerblock. Und plötzlich ist er tot und eine zweite Tür ist erschienen in diesem Raum. Das gleiche funktioniert auch mit der Wolke. Man kann auch dieses Wolken-Item benutzen, um diesen lustigen Spaß zu erzeugen. Und hier haben wir einen kleinen Lava-Block drin. Diese Nachricht ist absolut top secret. Halte die Select-Taste gedrückt und gib XXYBA ein, wenn du in der Karteikarte bist. Mit der Karteikarte ist dieses lustige Ding gemeint. Select-Taste gedrückt halten. XY. Was? Was? Warte mal. So, Entschuldigung. Okay, jetzt habe ich es. XXYBA. Ich habe es die ganze Zeit falsch gemacht. So, da kommen wir in das Minispiel-Ding. Und da ich das Video sonst an dieser Stelle beenden würde, zeige ich nochmal alle in ihrer Herrlichkeit her. Und dafür brauche ich jetzt als allererstes mal das hier. So, das ist das Ballon-Duell mit vier. Ballon-Duell, um deinen Gegner den Ballon zuwerfen zu können, musst du in einer bestimmten Zeit die angegebenen Tastenkombinationen drücken. Platzt der Ballon bei deinem Gegner, hast du gewonnen und erhältst einen Gegenstand. So. Also, diesmal dürfte ich es in aller Herrlichkeit schaffen. YX rechts unten. Man kann sich immer wieder hin und her schieben. An irgendeiner Stelle explodiert der Ballon. Man kann es ziemlich gut abschätzen. Ups. Man kann auch einfach den Ballon eine Zeit lang behalten und abwarten und sich dann einen Ast lachen. Ich kann es mal kurz probieren. Warte mal, oben. Oben, Y, A, rechts. So, beim nächsten Mal warte ich ein bisschen. Mal sehen, ob es was wird. Das heißt, es ist quasi X. Ne, warte einmal, warte ich noch. So, das könnte reichen, das könnte aber auch. Es ist ein Wichser, der macht das immer. Fuck you! Fuck you! Fuck you! For fuck's sake, fuck you! Ich hasse den Jungen. So, machen wir es gleich nochmal. Y. So. Das gleiche aber diesmal aber Duell nochmal mit den sechs Dingern. Da kann man es ein bisschen besser sich mit der Zeit lassen. So, Ballon, um deinen Gegner den Ballon zuwerfen zu können, musst du in einer bestimmten Zeit. Blablabla, wir wissen jetzt. Wir kennen das Prozedere. Vielleicht gewinne ich diesmal. Das Spiel müsste es eigentlich auch mit 5 geben, aber naja. Also. Wir warten jetzt einfach mal eine Zeit lang ab. Na, noch ein bisschen. So. Das nächste. Nein, das ist dumm eigentlich. Ich sollte jetzt machen. Oh Gott. Ich bin behindert. Wie ein Stück Dreck. Ich hasse dieses Spiel. Ich kann das nicht mit diesem Controller. Es tut mir leid. Ich muss. Vor allem, wenn der scheiß nach oben Knopf nicht richtig funktioniert. Okay. Draufgeschissen. Also, wups. Mit dem Controller geht es einfach hier nicht. Oben Knopf funktioniert nicht richtig, also. Ah, draufgekackt. Jetzt habe ich nicht vorgelesen, was die hier machen. LOL. Man muss die Ballons zerstampfen. Und in irgendeinem ist die große Überraschung drin. Man kann ihn immer so ein bisschen davon fernhalten, aber jetzt fuck you! Du dummes Stück Dreck! Geh weg von meinen Ballons! Danke. Ah! Scheiß an die Wand, du Drecks! Spasti! Guck deine Augen an! Himmel! Fuck! Okay. So, was haben wir noch? Spucken haben wir noch. Das sollten wir ja kennen. Zu Genüge. Wobei es das gar nicht so oft gibt. Melonenkerne spucken. Nimm einen Knatterkürbis in den Mund und spucke die Kerne auf deinen Gegner. Wenn dein Energiezeiger auf 0 steht, hast du das Spiel gewonnen. So. Komm her, hä? Hä? Spasti. Hä? Komm her. Hä? Komm her. Trau dich. Trau dich auf einen Meter ran. Trau dich auf einen Meter ran.
Ich hasse es, dass er sich dahinter verstecken kann. Hä? Das. Mehr traust du dich gar nicht, hä? Hä? Weißt du? Spuck. Brauch neun Kürbis. Invincibility Frames, das Schlimmste. Müsst ihn innerhalb von Sekunden totschießen können. Komm her. Hä? Komm her. Komm her. Okay, dann halt nicht. Na also. Okay. Ich bin gerade ein bisschen aggressiv, aber dieses Ballonduell macht mich einfach krank. Man sieht auch, man kann ja gegen zwei spielen. Also man kann ja auch gegen den zweiten Spieler spielen, genau. Zum Glück habe ich keinen zweiten Spieler da. Goldregen, schnappt ihr die Münzen, Merlin-Münzen an seinen Gegner, bevor die Zeit abgelaufen ist. So, auch das kennen wir ja zu Genüge. Das habe ich zumindest immer gewonnen. Auch wenn ich bei dem Spiel eine Wette verloren habe, womit ich dem Zentralrat der Juden noch $50 schulde. Dollar, keine Euro. Denn wir leben hier offensichtlich in Amerika. We are living in America. Amerika ist wunderbar. We all... Fuck you! Living in Amerika. 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 Wenn getanzt wird, will ich führen. Auch wenn ihr euch alleine dreht. Lasst euch ein wenig kontrollieren. Okay. Damit habe ich das Chain-Chomp-Geheimnis hergezeigt. Also, wie gesagt, hier in dieser Overworld-Map Select gedrückt halten. XXYBA. Ja, genau. Gut, dann ciao, bis zum nächsten Mal.